Ja, ist es einfach bullisch oder schlicht nur ignorant? Das ist die große Frage, meine Damen und Herren, und wahrscheinlich ist beides der Fall. Es ist bullisch, weil es keine Alternativen zu geben scheint, und es ist ignorant, weil wir derzeit ein Setup haben, das schon so ein bisschen an Anfang 2020 erinnert, als China im Lockdown war, die Märkte zunächst mal ein bisschen gezuckt haben, dann aber auf neue Allzeithochs gestiegen sind. Ähnlich ist es jetzt auch. Wir haben in Asien eine Corona-Welle, die schwerwiegende Folgen auf die Lieferketten haben wird, aber die westlichen Märkte sagen sich, who cares, wir machen einfach weiter, weil es gibt keine Alternative, und wir wollen uns in diesem Video mal so ein bisschen das Setup anschauen, das derzeit der Fall ist. Was ist bullisch? Was könnte vielleicht ein Risiko darstellen? Die Märkte spielen ja derzeit eigentlich überhaupt kein Risiko. There is no risk, only free lunch. So hat man das Gefühl. Schauen wir uns die Dinge mal an. Wir fangen an mit Marko Kolanovic, jenen Head of Analysis oder wie auch heißt bei JP Morgan, und der ist jetzt wieder sehr bullish geworden. Ja, auf Allzeithochs wird man gerne bullish. Jedenfalls sagt er, es gibt vier Gründe, die wirklich positiv sind. Eine beeindruckende Berichtssaison in den USA, und die war ja wirklich sehr gut. Wir sehen, sagt er, dass die Investoren recht vorsichtig positioniert sind, also nicht gerade Euphorie. Naja, insgesamt muss man sagen, dass die Positionierungsquote schon relativ hoch ist. Cash an der Seitenlinie eher nicht. Und er sagte, es gibt Anzeichen dafür, dass die Delta-Variante, dieser Ausbruch in den USA, seinen Peak erreichen wird, dass das bald vorbei ist und dass wir bald sehen, dass jetzt die Anleiherenditen einen Boden gefunden haben. Er sieht zwei Risiken, zwei kleine Risiken, dass die Anleiherenditen sehr schnell, sehr stark steigen und dass auf der anderen Seite dann diese Growth-Werte, diese stark wachstumsorientierten Werte, vor allem im Nasdaq, dass die dann mal abverkaufen. Naja, ob das wirklich die Risiken sind, die Risiken scheinen mehr zu sein, Lieferketten, Inflation und eben das Unterschätzen der Konsequenzen von Corona insgesamt, das wollen wir uns im Folgenden mal anschauen. Aber zunächst mal das bullischste Argument, neues Allzeithoch bei der Fed-Bilanz mit 8,257 Milliarden Dollar. Klar, die Fed kauft ja weiter Anleihen, dementsprechend steigt die Bilanzsumme, gar keine Frage. Und das angesichts einer Situation, wo die Hauspreise in den USA um 23% gestiegen sind, die Erzeugerpreise um 7,8%, die Verbraucherpreise um 5,4% und die Assetpreise, also Aktienmärkte, um 46%. Aber wir müssen weiter Geld drucken, um unser Inflationsziel von 2% zu erreichen, sagt die Fed. Das ist natürlich schon ein bisschen krass. Jetzt die Diskussion, wann tapern. Viele sagen, ja, im September wird es angekündigt und dann Ende des Jahres wird es beginnen. Also man kauft dann ein bisschen weniger Anleihen, aber macht das den Braten fett? Wir werden sehen. Jedenfalls sehen wir, dass derzeit ein wahnsinniger Cash-Entzug der Fall ist am Markt. Wir haben gestern ein neues Allzeithoch gehabt bei den sogenannten Reverse Repos, wo also Banken oder Geldmarktfonds Cash hinterlegen bei der Fed, um im Gegenzug dafür Staatsanleihen zu erhalten. Gestern fast 1,1 Billion Dollar. Das alles ist eigentlich ein Liquiditätsentzug. Es gibt ja das Marshall K. Das ist also praktisch das Wachstum der Geldmenge M2 minus das BIP-Wachstum. Und hier sehen wir, dass das eher ein Liquiditätsentzug ist, der sich bisher in den Märkten aber noch nicht niedergeschlagen hat. Ja, wir haben geringe Volumina an den Märkten. Das ist dieser Sommer Lull und Lall. Aber es ist eben doch so, dass dieses Cash rausgezogen wird perspektivisch aus den Märkten. Und hier eine Analyse, die ich sehr treffend fand, auf einem Blog, der sagt, also so ein bisschen erinnert das schon an 2020, Anfang 2020, damals ja die erste Corona-Welle, die im Aktienmärkten im Westen gesagt, geht uns nichts an. Dann Lockdown in China, dann ein Abverkauf von 4-5%, aber dann wieder die neue Rallye, dann neue Allzeithochs nochmal erreicht, bevor dann die westlichen Aktienmärkte richtig unter Druck kamen, als eben klar war, das Ding kommt auch nach Europa. Und jetzt haben wir ja die Situation, dass im Grunde die ganze Corona-Welle so stark ist in Asien wie noch nie. Das gilt für so viele Länder in Asien, das gilt begrenzt auch für China. Jedenfalls sehen wir neue Meldungen, etwa dass China jetzt praktisch eine landesweite Maskenverordnung erlassen hat. Das ist ein Punkt. Wir sehen, dass in den USA viele Städte sagen, bei uns
in Restaurants, öffentliche Veranstaltungen nur noch Geimpfte etc. Also das, was sozusagen jetzt der große Trend ist bei Unternehmen, bei Veranstaltungen, in Restaurants, Gastronomie etc., Kultur, nur noch praktisch mit Impfungen kommt man da rein. Das wird bedeuten, dass die Zahl der Besucher abnehmen wird. In Südkorea, by the way, hat Südkoreas Premier jetzt darum gebeten, angesichts eines sehr wichtigen Feiertagswochenendes in Südkorea nicht mehr zu reisen. Also man nimmt das durchaus ernst. Moderna, der Pharmahersteller, hat gestern gesagt, ja, also wir sehen, dass unser Medikament hier oder unsere Impfung Antikörper gegen fast alle Varianten des Coronavirus bereithält oder bildet. Nur die Lambda-Variante wird ausgespart, aber nicht explizit ausgespart. Das wird einfach nicht erwähnt, aber das dürfte diejenigen sein, die als nächstes kommt. Insgesamt eine Untersuchung, auch bei Axios war das zu lesen, dass vor allem die Pfizer-BioNTech-Impfung offenkundig im Juli nur zu 42% gewirkt hat. Deutlich weniger als Moderna, aber mal sehen, wie das Datenmaterial weitergeht. Jedenfalls sehen wir, dass wir eine deutlich steigende Kurve auch in Deutschland natürlich wieder haben. 5500 Neuinfektionen, Inzidenz über 30 und die aktiven Fälle jetzt, der höchste Stand ist seit 2 Monaten. In den USA werden jetzt massenweise Veranstaltungen wieder abgesagt, die eigentlich hätten laufen sollen. Messen etc., all das, was sozusagen in den normalen Vor-Corona-Jahren passiert ist, was dann im letzten Jahr nicht passiert ist, aber in diesem Jahr wieder passieren sollte, jetzt in den USA wieder abgesagt. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, dann ist auffällig, dass wir gestern ja wieder mal ein neues Allzeithoch beim S&P gemacht haben, aber mehr Aktien im S&P gefallen sind, als gestiegen sind. Negative Internals, wie Sven Henrik das bezeichnet. Wir sehen auf der anderen Seite, dass deshalb die Marktbreite seit Anfang Juni nicht mehr gegeben ist. Der S&P 500 steigt weiter. Die Aktien, die fallen in Relation zu den Aktien, die steigen. Die Relation sieht deutlich weniger positiv aus. Diese Divergenz gibt es seit Anfang Juni, wie gesagt. Und die Grundfrage ist eben, ist das wirklich ein risikoloser Markt, weil die Notenbanken alles stützen, weil es keine Alternative gibt, oder gibt es doch ein paar Risiken? Das Risiko sehe ich hauptsächlich eben in der Inflationsentwicklung. Nochmal hier zu den Märkten. Hier sehen wir immer das Verhältnis zwischen Russell 2000 und Nasdaq 100, also etwa Value gegen Growth, kann man sagen. Und es ist dieses permanente Rotieren, Booms rauf, dann wieder runter, Booms rauf, Booms wieder runter. Das ist so ein bisschen, naja, nicht wirklich konsequent. Jetzt sehen wir gestern wieder Growth etwas besser gelaufen als Value. Also es ist ein permanentes Hin und Her. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel Chipwerte, die im SOX, also im Philadelphia Semiconductor Index enthalten sind, jetzt 6 Tage in Folge im Negativen geschlossen haben. Zwischendrin dann wird immer wieder gekauft, dann wird das wieder abverkauft. Das ist die längste Verluststrecke seit 2018. Also es gibt schon so ein paar Bereiche, wo es ein bisschen knistert. Aber Thema Inflation eben nochmal zurück. Ningbo, dieser Hafen in China, der gestern zugemacht hat wegen einem Corona-Fall. Das ist der Hafen, der in diesem Jahr bisher am meisten umgeschlagen hat in der Welt. Vor allem Elektronik kommt von dort in die westlichen Länder. Jetzt ist es so, dass offenkundig viele Schiffe versuchen, weil sie wissen, okay, Ningbo ist zu, dann versuchen sie andere Häfen anzulaufen. Was dazu führt, dass dort die Staus sich extrem häufen und dass diese Häfen geradezu verstopfen, was deren Effektivität wiederum verringert. Also es hängt alles mit allem zusammen, da sind die Kettenwirkungen der Fall. Wir sehen hier, by the way, heute frische Daten aus Deutschland, die Großhandelspreise, also das, was im Großhandel an Preisen aufgerufen wird, jetzt mit dem höchsten Anstieg seit der Ölkrise 1974 mit lächerlichen 11,3%. Welche Inflation, gut, dass wir eine EZB haben, die weiter voll aufs Gaspedal drückt, nicht wahr? Und wir sehen gestern nach dem USDA-Bericht, Getreidepreise schießen nach oben, weil schlichtweg die globale Getreideproduktion viel geringer ist als erwartet. Weizen, Getreide, alles schießt weiter nach oben. Also wir sehen, wir sind in einer etwas verrückten Welt. Wir sehen, dass die Preise massiv nach oben schießen in allen Bereichen. Gestern ja die US-Erzeugerpreise deutlich über der Erwartung.
Wir sehen das gleichwohl. Die Märkte glauben, es gebe kein Risiko, während wir jetzt eigentlich in einer Situation ist und in den Herbst kommen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass diese ganze Corona-Geschichte besser wird, doch eher gering ist, muss man sagen. Ist das alles kein Problem, weil viele geimpft sind? Das ist eben so die Gretchenfrage, die sich stellt. Aber eine gewisse Ignoranz der Märkte ist erkennbar. Man ignoriert alles, was nicht passt. Und das ist ein angelerntes Verhalten, das durch die Notenbank trainiert wurde. Klar, es heißt immer buy the dip und jeder, der das gemacht hat, hat recht bekommen. Es geht so lange gut, bis es einmal nicht mehr funktioniert und dann schauen wir weiter. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Freitag, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao. Heute ist Marktgeflüster ein bisschen früher, gell, weil ich muss heute in einer Gesellschaft beim Grillen HSV gegen St. Pauli gucken, gell. Also deswegen, das Spiel beginnt 18:30 Uhr, versuche ich das Video vorher zu machen. Servus und Ciao.